Oh, Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin total erstaunt hier in Venedig. Wir wollten jetzt so schnell ein Wasser kaufen. Eine Sekunde. Über die Preise? Also es ist faszinierend. Schaut euch mal dieses schöne große Glas Kapern an. Echt, das ist doch unfassbar, oder? Wisst ihr noch das Video, was ich euch gemacht habe im Kaufland? Wie teuer das alles war? Und hier bin ich echt erstaunt, wie günstig das alles ist. Also hier kostet wirklich noch so ein Toastbrot, keine Ahnung, was das ist. 89 Cent, 99 Cent da drüben. Auch diese Dosen-Tomaten, die nehme ich immer, wenn ich Tomatensauce koche. Unter einem Euro hier, das ist ja im Kaufland schon gar nicht mehr möglich. Auch hier die Marmeladen. Also ich koche ja die Orangenmarmelade immer selber. So günstig ist die bei uns nicht. Unfassbar. So, dann zeige ich euch hier noch um die... Ah ne, hier kann ich nicht um die Ecke rum. Chips habe ich keinen Vergleich. Über den Bellini bin ich auch erstaunt. Den trinke ich nämlich wirklich mal ganz gerne. Diesen hier kennt ihr bestimmt. Kostet hier 7 Euro. Schieß mich tot. Okay, der kommt auch hier aus der Nähe. Aber trotzdem, also das ist ja unfassbar, dass das hier so günstig ist. Auch dieser Martini dort oben. Weiß ich, dass der bei uns auch um die 10 Euro kostet. Aperol Spritz, habe ich mir noch gewundert, trinke ich nicht gerne, aber was der kostet, ist ja unfassbar. Und hier, also, ich weiß nicht, ist doch unglaublich, oder? Und das ist so ein kleiner Laden, die kleinen sind ja eigentlich auch immer ein bisschen teurer, aber nee, also bin ich ganz erstaunt, wirklich erstaunt. Eigentlich sollten wir hier noch einen Großeinkauf machen, bevor wir nach Hause fahren, das würde sich wahrscheinlich lohnen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und kommentiert gerne mal unten drunter. Bis dahin.